Anlagen in der Landeshauptstadt und würden hier in der Fraktionsrunde mit der Fraktion DIE LINKE beginnen, falls das Wort gewünscht. Frau Dr. Geitsch, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Empore und zu Hause am Stream oder bei Freunden am Stream, man kann ja sein, wo man gern möchte. Wieder mal und auch wichtig, eine Vorlage zum Sport Skaten in Dresden. Das vorliegende Entwicklungskonzept für Skateanlagen in der Landeshauptstadt Dresden folgt einem gewachsenen Bedürfnis für den Skatesport. Skaten ist für viele einfach eine bewegungsintensive, tolle Freizeitbeschäftigung. Ein großer Teil der jungen Menschen gehen diesen Sport ganz ohne Mitgliedschaft in einem Verein, also als sogenannter vereinsungebundener Sport nach. Dabei ist der individuelle Aufwand relativ gering. Allerdings braucht es eben dazu Anlagen und die möglichst gut über die Stadt verteilt, damit sie für alle Skatenden gut erreichbar sind. Seit 2021 ist darüber hinaus Skaten olympisch. Damit entstanden auch neue Anforderungen an die Qualität der Anlagen. Um regelmäßig trainieren zu können, braucht es auch Hallen. Dresden hat eine einzige, an der Lohmannstraße in Dresden-Raik. Und die ist marode. Und ihr Fortbestand hat mehrere Fragezeichen. Dabei hat diese Anlage schon viele Hürden genommen. Das erste Mal 2014 noch unter der Verwaltung der Treberhilfe. 2019 nun unter der Betreuung vom Verein 248 Wels e.V. Nun steht der Verein Dresden Rollt an der Spitze der Dresdner SkatesportlerInnen. 2019, die Stadtbezirksbeiräte erinnern sich vielleicht, haben wir in einem durchaus mühsamen Prozess zum Schluss eine finanzielle Bezuschussung aus dem Fonds des Stadtbezirksbeirates Prolis erwirkt. Damit war die Öffnung der Halle erst einmal gerettet. Das große Interesse am Skatesport und damit auch am Skatesport-Konzept beweisen die vielen, vielen positiven Voten aus fast allen Stadtbezirken und Ortschaften. In diesen Voten gab es außerdem sehr viele konkrete Ergänzungen für das vorliegende Konzept. Damit diese Ideen in der weiteren Arbeit an und in der Umsetzung des Konzeptes berücksichtigt werden, wurde der Beschlussvorschlag im Sportausschuss entsprechend ergänzt. Sicher ist es ein tolles Konzept, aber es ist ein Konzept. Bisher stehen 0 Euro dafür zur Verfügung. Und die Zuständigkeit ist ein bisschen ein Problem. Natürlich stehen die Skateanlagen prinzipiell unter Verantwortung des Eigenbetriebes Sportstätten. Aber einige stehen als Spielplätze definiert, auch unter dem Amt für Stadtgrün. Also muss man hier eine Lösung finden. Die Zuständigkeiten müssen dringend geklärt werden. Aber wir sollten heute das Konzept auf den Weg bringen und im nächsten Doppelhaushalt vor allen Dingen dafür auch Gelder einbringen. Dem ergänzenden Grünen-Antrag werden wir auch zustimmen. Dankeschön. So, weiter geht's mit SPD-Fraktion. Frau Sturm verzichtet, dann FDP. Keine Wortmeldung. Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden diesen Antrag bzw. der geänderten Beschlussfassung im Sportausschuss ebenfalls zustimmen. Ein wichtiger Punkt, ein langer Prozess. Es gab eine hervorragende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen, von den Stadtbezirksbeiräten ebenfalls, was den Standort angeht. Wir denken und hoffen, dass das auch wichtig ist, bei der Ausführung der Anlagen auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, um zu erfahren, was Kinder und Jugendliche wünschen und wie die Ausführung dann
konkret aussehen sollte. Wie gesagt, das ist sehr positiv und beispielhaft für viele Vorgänge. Wir wollen weiterhin, so wie es der Sportausschuss beschlossen hat, dass dieses Konzept beschlossen wird und nicht zur Kenntnis genommen wird. Und wir denken, dass wir auch im neuen Haushalt genauer hinschauen werden, wo die Mittel dafür eingeplant werden. Wir haben ebenfalls von der Verwaltungsvorlage im Sportausschuss die Absicht rausgestrichen, das GEDER-Konzept mit in das SANECO, in das Sanierungs- und Entwicklungskonzept von Sportstätten aufzunehmen. Mittlerweile entwickelt sich das SANECO ja zu einer Abstellkammer für geplante, aber nicht realisierte Projekte, und dort wäre das GEDER-Konzept sehr schlecht aufgehoben. Wir werden also auch dort gucken, dass eine Umsetzung, eine Realisierung stattfinden kann. Die Zeitschienen dazu sind ja offen gelassen und in Abhängigkeit der Haushaltsmittel gestellt worden. Also insoweit ist es schon relativ weich, das Konzept. Aber wie gesagt, alles hängt am Geld, und da werden wir darauf achten, dass das erforderliche Geld für eine schrittweise Umsetzung dieses Konzeptes vorgehalten wird. Vielen Dank. Als nächstes die Dissidentenfraktion. Herr Lichti. Ach, jetzt fahre ich mir das Ding mal hoch, das ist ja furchtbar. Ach, das war die Margot, sorry. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ein kleiner Punkt, aber ich denke aus Neustädter Sicht ganz wichtig. Ich möchte gerne beantragen, der Standort Martha-Frenkel-Straße wird in das Konzept aufgenommen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass das als Punkt 3 an die Verwaltungsvorlage, jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Sportausschuss das jetzt maximal unübersichtlich gestaltet hat. Also dieser Punkt sollte dann dort unter dem Anstrich Stadtbezirk Neustadt aufgenommen werden. Ich möchte kurz dazu noch mal was sagen. Das Gelände befindet sich ja leider immer noch im Eigentum der Trewag. Es gibt dort in der Neustadt seit langem Bestrebungen, dass dort auch eine entsprechende Anlage entstehen kann. Der Baubürgermeister hatte ja dazu auch schon ein Gütertausch vereinbart, ein Grundstückstausch vereinbart, sodass es möglich gewesen wäre. Auf meine Nachfrage im Stadtbezirksbeirat an die Verwaltung, warum denn dieser Standort nicht aufgenommen worden sei, wurde mir geantwortet, er sei ja nicht im Eigentum der Landeshauptstadt und deswegen könne man ihn nicht berücksichtigen. Das finde ich mehr als unbefriedigend, diese Aussage. Eigentlich, ich muss mal sagen, fast frech, weil immerhin gibt es dort Bemühungen und die klare Absicht der Landeshauptstadt, diese Fläche zu erwerben und für Sport- und Grünentwicklung zu nutzen. Ich erinnere daran, dass halt Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan Hansabogen auch angeordnet werden. Und ich finde, so einfach darf sich die Verwaltung nicht machen, zu sagen, naja, wir sind jetzt formal nicht Eigentümer, deswegen denken wir darüber nicht nach. Also mein Ergänzungsantrag aufzunehmen in den Bericht des Sportausschusses unter dem Anordnungspunkt Stadtbezirksbeirat Neustadt. Der Standort Martha-Frenkel-Straße wird in das Konzept aufgenommen. Vielen Dank. Das ist jetzt ein Ergänzungsantrag. Haben Sie den auch noch für mich, dass wir das alles schön dokumentiert dann auch da haben? Können Sie in Ruhe, schreiben Sie mir es in Ruhe auf. Wir haben noch ein paar Redner und so weit, haben wir noch ein bisschen Zeit, um das dann. Herr Gilke für die AfD. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, der wichtigste Satz in dieser Vorlage ist im Beschlusspunkt 2 zu finden und lautet vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltslage. Was bedeutet das eigentlich? Dass wir hier uns so viel wünschen können, planen können, wie wir wollen, ist kein Geld da, passiert nichts. Das ist den Stadträten hier im Saal klar, aber ist es auch Ihnen, lieben Dresdnern, bewusst? Dass Dresden chronischen Geldmangel leidet, wissen alle, die die Arbeit des Stadtrats aufmerksam verfolgen. Man kann nur an jeden Euro nur einmal ausgeben, auch wenn es hier viele im Saal bis heute nicht verstanden haben. Aber wer darauf hinweist, ist in deren Augen einfach nur unsozial. Die einfachste Lösung, mit Fakten umzugehen, sie verdrängen, hilft aber nicht. Die Lösung des Problems sind die Haushaltsaufstellung. Wenn man die AfD mitmachen lässt, wird es klappen. Wenn nicht, dann halt nicht. Das haben Sie, liebe Dresdner, die Sie bald wieder Wähler sein werden, selbst in der Hand. Es ist also Ihre Entscheidung. Zu dem Antrag an sich, dem werden wir zustimmen, denn das Anliegen an sich ist gut und richtig.
Die Skater-Community ist eine wachsende Gruppe, die ihre Aufmerksamkeit verdient hat. Lassen Sie uns heute Schritt 1 machen, dieses Entwicklungskonzept auf den Weg bringen. Schritt 2 obliegt Ihnen, den Wählern von Dresden. Schritt 3 sind dann die Haushaltsaufstellungen mit der AfD. Vielen Dank. So, jetzt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Achso, das läuft nicht automatisch. Alles klar, danke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Skaterinnen in Dresden. Skaten bedeutet, Mut zu haben, mit Misserfolgen umzugehen, einmal mehr aufzustehen, als man stürzt. Skaten erzeugt tiefe Emotionen, verbindet Menschen miteinander. Wer das Gefühl kennt, wenn man zum ersten Mal einen Drop-In in die Rampe fährt, ohne zu stürzen, einen Ollie oder andere Tricks gelingen, kann es nachempfinden, was diesen Sport und Lifestyle ausmachen. Skaten hat viele kulturelle Aspekte, wie zum Beispiel Musik, Mode, Design und Videos und hat eine sehr eigene Eleganz. Der Antrag der Fraktion Bündnis von den Grünen vom Januar 2019, mit dem wir damals auf den Wegfall des Trainingsplatzes in der Dresdner Johannstadt reagiert haben, war der Impuls für die Erarbeitung des jetzt vorliegenden Skate-Entwicklungskonzeptes. Mit dem Film Beat Street entwickelte sich in Dresden bereits in den 1980er Jahren eine Skater-Community, für die es einfach cool war, sich rollend durch die Straßen zu bewegen. Diese Community hat immer noch in Dresden konstant 300 bis 400 Aktive und wächst weiter. Dabei wird dieser in der Vergangenheit insbesondere männlich geprägte Sportart auch zunehmend von Mädchen und Frauen ausgeübt. Bestes Beispiel sind der deutsche Nachwuchskader Fiona Wesserli aus München für den Bereich Street und Lilly Stefanius für den Bereich Park aus Berlin, die unter anderem auch als jüngste Sportlerin in Tokio bei den Olympischen Spielen dabei war. Auch mit der Bundestrainerin Lea Scheirer leistet seit vielen Jahren eine sehr engagierte Arbeit, konnte leider damals verletzungsbedingt in Tokio nicht starten, trotz erfolgreicher Qualifikation. Die größte Aufwertung hat der Skatesport mit der Entscheidung des IOC damals erfahren, als dieser auf seiner Hauptversammlung 2016 am Rande der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro Skaten und Rollsport ins olympische Programm aufgenommen hat. Die Frage in Dresden, ob Eigenbetrieb Sportstätten oder Grünflächenamt zukünftig zuständig sind, spielt auch in den Beratungen eine sehr zentrale Rolle. Waren Skateplätze bisher ein Bestandteil des Spielplatzentwicklungskonzeptes, stellt sich mit der Professionalisierung des Vereins und der Entwicklung von Leistungssport und Kaderstrukturen der bessere Partner beim Thema Skaten in Dresden ist. Stellt sich die berechtigte Frage, ob der Eigenbetrieb der bessere Partner ist beim Thema Skaten. Auch wenn das ursprünglich perforierte Planungsbüro nicht für die Erarbeitung des Konzeptes gewonnen werden konnte, liegt uns jetzt aktuell eine sehr gute Übersicht aller bestehenden Skateplätze vor und es gibt gute Vorschläge, wo weitere Anlagen entstehen können, um den gestiegenen Bedarf abdecken zu können. Insbesondere auf der Neustädter Seite und in der Neustadt fehlen Skateplätze. Das ist auch deutlich geworden dann bei der Bearbeitung. Wir haben eine gemeinsame Bürgersprechstunde mit Sebastian Linder von Dresden-Rold im Alaunpark am 6.3. durchgeführt und dort wurde überdeutlich nochmal auch dieser Bedarf auch nochmal formuliert. Aus diesem Grunde möchten wir nochmal beantragen, eine Ergänzung in der Beschlussfassung des Sportausschusses, der einen urbanen Bewegungsraum neben den jetzt auch schon beauftragten und demnächst entstehenden Ballsportflächen vorsieht, um den Bikern, Skatern, auch Pumptrackern, aber auch vielen anderen Sportarten dort nochmal eine Möglichkeit, einen Hotspot zu bieten. Dafür bitten wir auch nochmal hier um Unterstützung dann und auch vielen Dank schon mal auch für die Zustimmung, die hier schon signalisiert worden ist. Wichtig bei der Errichtung der Skateflächen ist auch die Verwendung von sogenannten vorgefertigten Betonelementen für die notwendigen Obstacles zu verzichten und mit Fließbeton, so wie man das auch hier in diesen Bildern nochmal von anderen Anlagen sieht, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Achso, jetzt geht es nicht weiter. Kann man das auch nochmal sehr gut sehen, also weil diese Oberflächen dann, wenn sie aus Fließbeton sind, deutlich weniger Geräusche verursachen. Auch die Sportanlagen im Alaunpark könnten so gestaltet werden,
Andere Städte, wie auf den hier durchlaufenden Bildern zu sehen, gehen sehr progressiv mit Skateflächen um und ordnen diese unmittelbar in urbane Stadträume ein. Der Dresdner Ansatz, Skaterinnen weit weg von Wohnquartieren in Gewerbegebiete oder andere abgelegene Bereiche zu verbannen, muss verlassen werden. Wie auch schon angesprochen, mit dem heutigen Beschluss haben wir gleichzeitig die Aufgabe, dass das Skate-Entwicklungskonzept nicht in einer Verwaltungsschublade verschwindet, sondern bei den nächsten Haushaltsverhandlungen und Verhandlungen entsprechend finanziell ausgestattet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zustimmung. So, und dann zum Abschluss der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Frau Wagner. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine werten Kollegen Stadträte, ich fand jetzt dein Schlusswort, dein Schlusssatz oder dein Schlussbild, Thorsten, wirklich gut und würde das gerne aufgreifen, denn ich habe mir zu dem Skate-Konzept und zu der Debatte als erstes aufgeschrieben, ja, Skaten steht für eine lebendige Stadt. Skaten gehört nicht ausschließlich in die Gewerbegebiete oder sonst wohin, wie du es gerade ausgedrückt hattest, sondern ja, wir sind der Meinung, dass das zur lebendigen Stadtkultur auch in Dresden gehört, in der Innenstadt, in den Stadtteilen, dort, wo es passt. Ich persönlich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Skate-Elemente stärker auch in die Stadtmöblierung mit integriert werden, als einfach für Lebendigkeit, für Jugend, ja, für Lebenskultur steht. Insofern begrüßen wir jetzt natürlich auch das vorgelegte Konzept. Wir finden, dass da wirklich schöne Sachen mit drin sind. Und da sind kleine Sachen drin in den Stadtteilen, sozusagen, wo vor Ort was passieren kann. Aber auch große Dinge, wie zum Beispiel im Ostrapark, ist ja erwähnt, war auch schon in der Zeitung, eine olympische Skateanlage im Ostrapark zu errichten. Mein persönliches Schmeckerchen ist übrigens unter der Löbtauer Brücke. Eine neue Skateanlage soll etabliert werden mit dem schönen Namen Under the Bridge Downtown. Ich finde einfach, dass das ein cooler Name ist und ich finde, dass die Jugendlichen oder vielleicht auch die Älteren, die dem Skatesport frönen, sicher dort eine tolle Heimat finden und abhängen können und sich bewegen können und einfach eine gute Zeit haben können. Was mir aufgefallen ist in der Ausschussvorbereitung, und das fand ich total interessant, weil wir haben uns sehr, sehr intensiv mit den Stadtbezirksbeiratsvoten auseinandergesetzt und bei mir kam da der sehr, sehr starke Eindruck auf, dass auch die Stadtbezirksbeiräte und die Ortschaftsräte sich sehr intensiv mit diesem Skate-Konzept auseinandergesetzt haben und noch mehr haben wollten, sich da noch mehr vorstellen können und da auch ja wirklich eine sehr intensive Beteiligung war. Deswegen haben wir uns das auch sehr intensiv angeschaut und geprüft und dann auch sehr konstruktiv gemeinsam, im Übrigen mit dem Eigenbetrieb Sport, aber auch mit dem zuständigen Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft diskutiert. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Verwaltung da Anregungen und Prüfaufträge bereits sich angeschaut hat und dann im Sportausschuss auch schon Rückmeldungen geben konnte, was geht und was geht nicht. Thorsten, das war dir gerade so wichtig. Ich fände es cool, wenn du jetzt mit zuhörst. Ich fände es gut, wenn der Herr Schulze jetzt zuhören kann. So. Ich hatte übrigens auch den Eindruck, dass die Kollegen, die da saßen vom Eigenbetrieb Sport und vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft wirklich Freude hatten, dieses Konzept zusammenzuarbeiten und da wirklich was voranbringen wollen. Jetzt komme ich mal zum grünen Antrag. Also was mir noch wichtig ist, wir haben die Sachen übernommen und das war auch sehr konstruktiv und ja auch eine einstimmige Beschlussempfehlung im Sportausschuss, wo die Verwaltung gesagt hat, ja, haben wir geprüft, können wir machen, ist sinnvoll zu übernehmen und hier an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel Martha-Frenkel-Straße, werden wir nicht zustimmen, dass das reinkommt, macht es eben keinen Sinn. Was mich wirklich ärgert, vor allen Dingen vor der intensiven und konstruktiven Diskussion, die wir im Ausschuss hatten, ist, dass jetzt so kurzfristig die Sache im Stadtbezirk Neustadt noch reinkommt. Ich kann ja das Ansinnen verstehen und grundsätzlich finden wir die Sache auch gut. Aber dass das jetzt einen Tag vor der Stadtratsbefassung reinkommt,
Halte ich für schwierig und das möchte ich auch kritisieren, das habe ich dir auch vorher schon gesagt, Thorsten. Und wir werden der Sache zustimmen, aber nur, wenn eine entsprechende Ergänzung noch erfolgt, weil wir haben bereits eine Vergabe, wo auf der besagten Fläche demnächst etwas gebaut wird, was auch Bestandteil ist, was auch diskutiert wurde und jetzt soll hier quasi, ohne dass das, da bin ich überzeugt davon, ohne dass das im Sportausschuss beantragt wurde von euch und ohne dass es eure Neustädter Stadtbezirksbeiräte beantragt haben, soll jetzt quasi noch mit reingebracht werden. Ich würde dann gleich den Text, was wir noch ergänzt haben wollen, mit vorstellen. Mir wäre es aber sehr, sehr wichtig, Frau Jenigen, weil Sie ja sozusagen die Sache dort umsetzen, dass Sie bitte noch mal Stellung nehmen für die Verwaltung, was Sie davon halten, wenn diese Ergänzung jetzt... Jetzt ist meine Zeit zu Ende, ich habe noch 20 Sekunden. Ich möchte die Ergänzung haben, dass nach Rollsport, dass das mit den Akteuren abgestimmt wird, dass das auch mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft abzustimmen ist. Und dann soll noch ein weiterer Satz ergänzt werden, dass im Ergebnis dieser Abstimmung eine mögliche Realisierung unter dem Vorbehalt steht, dass die auf Basis der durchgeführten Bürgerbeteiligung bereits laufende Planung nicht verzögert oder konterkariert wird. Hintergrund ist, dass bereits jetzt kurz vorm Baustart eine Sache steht und wir nicht wollen, dass das jetzt dadurch verzögert wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Frau Jenigen, wenn Sie nochmal Stellung nehmen, wie Ihr Amt das sieht. Ansonsten sportfrei, cooles Konzept und ja, es muss finanziell untersetzt werden und da sehen wir uns in der Tat bei den Haushaltsverhandlungen wieder, ohne dass das zulasten anderer Sportanlagen in dieser Stadt gehen darf. Frau Wagner, das, was Sie als Änderung... So, weitere Wortmeldungen. Wir sind erstmal durch die Fraktionsrunde mal durch. Dann gucken wir mal, Frau Jenichen, zum angefragten Punkt. Ja, vielleicht ganz kurz. Wir sind ja beim Alaunpark immer in diesen schrittweisen Erweiterungsplanungen zu dem, was jetzt stattfindet, hat, wie Sie ja auch wissen aus der Neustadtdiskussion, eine umfassende Bürgerbeteiligung stattgefunden, wo wir auch konkrete Absprachen mit dem Stadtbezirksbeirat getroffen haben, was da stattfinden soll und weit in der Realisierung sind. Aber wir können natürlich diese Gedanken in weitere Planungen einbeziehen, so wie auch in weitere Planungen weiterer Flächen, wie der, die ja noch abhaufen werden soll von der Drehwag. Und dann gucken, dass wir es einfach einordnen und auch verträglich gestalten. So, weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Doch, Herr Lichti. Also die Frage von der Frau Kollegin Wagner war, es gibt ja dort auf dem ehemaligen, also ich sage es, wie heißt es, Alone Park West, ehemaliger Rutschsport, gibt es ja Planung. Da ist ja ein Teil schon umgesetzt worden und es gibt ja weitere beschlossene Planungen. Und die Frage lautete, und die halte ich für berechtigt, würde eine solche Anlage, wenn wir die beschließen, die ist ja sehr allgemein gefasst, also ich weiß nicht, was der Versiegelungsgrad, was soll die Größe sein und so weiter und so weiter, inwieweit würde die in jetzt schon beschlossene Planungen eingreifen oder nicht greifen oder andersrum gesagt, wie viel Platz haben wir eigentlich noch zur Verfügung, der noch nicht verplant ist und beschlossen ist? Also ich habe jetzt keine Karte mitgebracht, weil der Antrag jetzt nicht so angekündigt war, dass ich mich vorbereitet habe. Ich verstehe den Antrag so, dass wir die jetzigen Planungen nicht stoppen und umplanen sollen, sondern dass wir diesen Gedanken weiterhin einbeziehen sollen in kommende Planungen und dazu sind wir gerne bereit. Sonst hätten Sie ja beantragt, dass wir im Grunde das, was jetzt läuft, stoppen und umplanen sollen. So verstehe ich den Antrag nicht. So, weitere Wortmeldung haben wir nicht. Dann kommen wir mal in die Abstimmung. Das würde ich wie folgt machen. Zunächst gibt es einen Ergänzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen, den haben Sie auch schriftlich vorliegen, unter dem Thema Stadtbezirksbeirat Neustadt die Ergänzung vorzunehmen. Wenn das eine Mehrheit bekommt, würde ich dann den jetzt gerade eingebrachten Antrag von Frau Wagner abstimmen.
Geht das jetzt? Ja. Mhm. Also Herr Oberbürgermeister, ich würde gerne vorschlagen, dass wir den Antrag der Grünen mit unserer Sache ergänzen, weil für uns davon die Zustimmungsfähigkeit abhängt. Herr Schulze. Oder 1, 2, 3, 1. Dann würde man da einfach halber diesen Teil, dann, den jetzt Frau Wagner nochmal formuliert hat, redaktionell übernehmen und dann muss man nicht extra abstimmen. Das wäre eine Variante, wie man das dann ja, abstimmungstechnisch machen können, ansonsten wird das schwierig. Also, dann versuche ich nochmal den Part zu verlesen, der hier aufgenommen werden soll. Der heißt, in dem Satz Dresden rollt und weitere Akteurinnen aus dem Rollsport sowie dem ASA abzustimmen. Also diese kleine Einschub und dann ein zweiter Satz ergänzt. Im Ergebnis dessen steht eine mögliche Realisierung und dem Vorbehalt, dass die auch Basis der durchgeführten Bürgerbeteiligung bereits laufende Planung nicht verzögert oder konterkariert wird. Das wäre jetzt vom Einreicher des Ergänzungsantrags des Bündnis 90 Die Grünen übernommen und wäre jetzt als Gesamtkomplex in Ergänzung erstmal zu behandeln. Und danach habe ich noch den Antrag von Herrn Lichti, der zusätzlich aufgenommen haben möchte, der Standort Martha-Frankel-Straße wird in das Konzept aufgenommen als einen zweiten Punkt. Das würde ich dann separat in die Abstimmung bringen. So, und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Wer also dem ergänzten, gerade von Frau Wagner eingebrachten Punkt, den Ergänzungsantrag der Grünen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.42 Ja-Stimmen, 16 Nein, 3 Enthaltungen hat das so eine Mehrheit gefunden. Jetzt kommen wir zu dem Antrag von Herrn Lichti. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 31 Nein, 0 Enthaltungen. Damit hat das keine Mehrheit gefunden. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht, wie gesagt, ergänzt jetzt um den grünen Antrag. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 62 keine Nein, keine Enthaltung. Mit diesem persönlichen Abschluss dieser Debatte schlage ich Ihnen vor, dass wir in unsere Pause eintreten und um 18:35 Uhr dann mit der Sitzung fortsetzen.